Hallo Leute, willkommen ihr Nicht-Sensen-Träger, so wie ich, im Gegensatz zu unserer Nillin. Willkommen zurück bei Remember Me. Wir müssen weiter in die Bastille vordringen, um Madame aufzusuchen, damit wir von ihr die Codes kriegen, damit wir die Gehirne von allen Erroristen, inklusive unserem eigenen, befreien können. So, aber da ist eine Turbine. Ah, da ist die Turbine. Da sind mehrere Turbinen. Okay, ja, die, irgendwie können wir da nichts machen. Ah, da geht's hoch. Da geht's hoch. Mit Nillin, unserem kleinen Äffchen, Kletteräffchen. Ein sehr hübsches Kletteräffchen übrigens. Falls euch das noch nicht aufgefallen sein sollte. Mir schon. So, ah. Eine durch Leaper zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch, das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Drohnenerfassungsmodul. Ein Sensen-Plugin erlaubt es Ihnen, das Sichtfeld von Drohnen zu sehen. Ah. Gott sei Dank. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Gut, alle Fänger drin, die Bastille. Das ist wohl keine Fängerdrohne, Baustelle. Okay. Achtung, Drohnen bei der Arbeit. Sensen. Ah, wir sehen... Ja. Ich dachte, die kommt nicht so weit, Leute. Sorry. und ich entschuldige mich natürlich auch bei dir, Nillin. Das war dilettantisch, gar keine Frage. Okay, jetzt sehen wir praktisch auch ohne Reminiszene, wo dieser Scannerkreis auch von diesen Drohnen ist. Jetzt darf ich dann nochmal hoch. Na, supi. Toller Checkpoint. Aber ein bisschen Strafe muss ja sein für so viel Dummheit. Eine durch Leaper zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch, das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Genau, das Sensen-Plugin. Gott sei Dank. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Okay. Sehr praktisch. Sehr praktisch, Edge, ja, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Okay. Das heißt, jetzt kann ich gucken, wie weit der scannt. Okay. Solange ich im Schatten stehe, passiert nichts. Kann das auch sein, dass das da hinten im Schatten auch? Da gucke ich mal nochmal. Vielleicht, wenn ich mich da in eine Ecke verziehe, vielleicht... das war knapp, glaube ich. Wenn ich mich jetzt da ganz in die Ecke stelle... Ja, das funktioniert. Gut, gut. Okay. Hier ist was angezeigt. Okay, da... Zellandocken läuft. Okay, da ist was mit Schläuchen und im Hintergrund sieht man... Irgendwas Rundes mit einem orangen Ring und so orange Kästen oben drauf. Okay. Zellandocken läuft. Okay, die fahren immer im Kreis rum, diese Drohnen. Zellandocken läuft. Ah, da ist es. Ein Subpatch. 4 von 5 Subpatches. Okay. Ja genau, das war das Bild, das wir gesehen haben. Und schön, dass man immer hier diese Nischen hat. Da kann man sich nämlich immer gut verkrümeln. Müssen wir da rüber zu dieser Tür mit dem roten Dreieck da? Machen wir mal eine Runde und sehen wir mal, wie weit wir müssen. Na, da müssen wir nicht hin. Ah, hier hin müssen wir. Okay. Die Bastille. Das Gefängnis mit menschlichem Antlitz. Was für eine Lüge. Blinde Maschinen zur automatisierten Verwaltung.
Der Geruch. Der Lärm. Das macht mich fertig. Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden. Okay, wir sollen uns in eine Zelle setzen. Oh Mann. Und damit in die Bastille einbrechen. Du hast Ideen, Edge. Würde ich ja nie im Leben machen. Da oben ist geht's weiter. Also die Kletterei macht richtig Spaß. Aktivieren. Ist das unsere Zelle? Aber vorher erstmal genau hier umsehen. Nicht, dass wir am Ende was verpassen. Da geht's, glaube ich, in die Zelle rein, wenn ich das richtig sehe. Und hier gibt's aber nichts zum Einsammeln. Ja, dann gehen wir mal in die Zelle rein. Schluck. Und ich denke mal, das war... Ja, das sieht verflixt nochmal so aus wie diese Zelle. Also so eine Zelle sind wir am Anfang des Spieles aufgewacht, beziehungsweise sind wir gelöscht worden. Rein mit uns. Okay, wir werden... Was denn nun? Desinfiziert oder so? Ui. Diese Zelle. Irgendwie erinnert sie mich an etwas Schreckliches. Okay. Warte auf Gefangenen. Oh. Ich kenne diesen Ort. So hoffnungslos. Als ob man nie weg könnte. Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie tief bin ich gefallen? Hey Schwester, Nellen, dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. Okay. Die Drohne da hinten bewegt sich gar nicht. Aber die hier bewegt sich. Ich weiß immerhin, dass ich hier sicher bin. Wie komme ich an der vorbei? Eine Sektion kann ich noch weitergehen. Ist die Zelle da offen? Die beleuchtete da? Vielleicht. Ich versuch's mal. Ja, die ist offen. Und dann gleich weiter. Grausam. Bin ich hier sicher? Schaut so aus, die Arme. Kann ich dir irgendwie helfen? Wahrscheinlich nur, indem ich... Bleib stehen, du. Indem ich Madame die Erinnerungen abnehme oder die Erinnerungsserver Schlüssel abnehme. So. Oh, da geht's rein. Bastille. Bist du für einer? Da in diesem Bezirk seit fast 50 Jahren keine Bahn fährt. Erneute Sabotage von Edge und seiner kleinen Freundin? Oder will dieser abgeranzte Bezirk mit einer Geisterbahn Touristen anlocken? Was auch immer, es ist eine Sensation. Und Maggie hat es zuerst gewusst. Was auch immer, es ist eine Sensation. Oh, oh da oben. Beschränkter Zugang. Krankenzimmer, okay, da kann man nicht rein. Da in diesem Bezirk seit fast 50 Jahren keine Bahn fährt. Erneute Sabotage von Edge und seiner kleinen Freundin. Oder will dieser abgeranzte Bezirk mit einer Geisterbahn zusammen? Hat's zuerst gewusst. Register entnehmen. Achtung, Drohnen bei der Arbeit. Jumm. Technik, Server Release. Ungenehmigte Pausen sind verboten. Ho! Da wird einer verprügelt. Habt ihr ein Glück, dass hier eine Scheibe... Oh Gott. Ah.
Relaisstation Sensen. Wo bin ich hier? Soll ich hier sein? Hier ist ein... Ah, hier ist ein Hinweis. In irgendeiner stark beleuchteten Ecke liegt was für uns. Ah, hier. Ach, das ist ja cool. Gleich gegenüber. Aber hier komme ich nicht weiter und durch komme ich auch nicht. Das heißt, ich muss da außen rum. Und da ist natürlich eine Drohne. Aber da kann man mal ein bisschen... Okay. Wie soll man denn da vorbeikommen an der... Naja, irgendwie wird es schon gehen. Das ist wohl die Drohne hier. Nee, es ist wohl eine andere. Oh, no, 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 no. Okay, das hat geklappt. 1 von 5 Focus Boosts. Okay. Aber ich komme nicht weiter. Bitte dem heutigen Dienstregister entnehmen. Geht. Die linke Ecke kann ich mich nicht stellen. Okay. Huh. Voll. Carson Fischer hat nicht länger Zugangsberechtigung zu Bastien. Er gilt als unerwünschter Eindringling. Wie der Entdeckung bitte sofort melden. Okay, da wird jemand rausgeworfen. Korridor geschlossen. Verwaltungsbüro 2. Was ist denn bitte ein Panoptikum-Koordinator? 40. Oh, jetzt läuft sie langsam. Was ist los? Ha, Sergeant Wong. So sehr ich Ihre Leistung zu schätzen weiß, ein Mindeststandard ist bei den Probanden, die Sie anbringen, dennoch erforderlich. Ich brauche gesunde Exemplare, keine Halbtoten. Ja, ja, schon gut. Füll das blöde Formular aus. Terminhinweis. Madame und Dr. Quaid werden zum Verhörgebäude gerade rechtzeitig. Ich werde Madame von Ihrem Niveauverlust berichten. Mal sehen, wie sie das findet. Wirklich? Das wäre einfach toll. Arsch. Okay, der hat aber die Stimme vom Kid Christmas. Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. Seine Bugs, versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse, sonst kommst du nicht an Madame ran. Mhm. Hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Okay, das scheint mein richtiger Arsch zu sein. Rauben Sie Vaughns Erinnerungen. Vaughns. Okay. Umkleideraum. Nur für Gefängnismitarbeiter. Oh, da ist er. Das ist sie. Wo? No! Hätte ich da dem ausweichen können, der Situation? Okay. Ich hoffe, das tat weh. Okay, mein Fokus ist noch nicht aufgeladen. Kann ich denn jetzt den Sensen DOS nehmen? Ah, so kann man gleich mehrere hauen.
Eieiei. Hab ich auch nicht. Haha. Och nee, nicht nur. Da kommt Verstärkung oder was? Und da unten ist der Vaughn, der kriecht davon. Na super. Wir brauchen sie lebend, das ist gut. Oh, ich kann den überlasten. Oh no, was ist denn jetzt? Dieser Angriff nennt sich Brain Lock. Sie verlieren einigen Fokus und alle ihre S-Impressions brauchen länger zum Aufladen. Ach, ist das gemein. Ich muss mal ganz kurz gucken, Leute. Oh! Ach, der hat sich das gar nicht gemerkt. Ich habe doch die Kombos umgebaut. Ach, der hat sich das nicht gemerkt. Ich denke mal gerade, ich habe doch diese Maxi-Kombo hier ausgebaut gehabt. Okay, nochmal. Ja, will ich. Das ist ja mies. So wollte ich doch das haben. X, Y, Y, okay. So, jetzt habe ich euch aber alle, oder? Puh. Oh, jetzt kann ich dem Sergeant Vaughn die Erinnerung rauben. B, hallo? Hallo? Ah, jetzt. Das ist für alles, was du mir angetan hast. Und das. Das ist für alles, woran ich mich nicht mal erinnern kann. Sehr gut, Schwester. Du hast die Schlüssel zum Königreich. Die Bastille gehört dir. Okay. Hoffentlich kommen jetzt nicht schon wieder Verstärkung. Ich meine, ich wäre zwar gerade richtig warm. Ah, finden Sie, Madame. Okay, sind wir jetzt wieder im Schleichmodus? Reminiszene. Ach, von dem Sergeant Vaughn. Vor 2 Monaten. Aha. Verwaltungsbüro 3. Da ist wieder diese hübsche Frau, die da die Werbung für den Sensen macht. Also man gewöhnt sich an das Kampfsystem relativ schnell. Uiuiui. Hier Offizier 1242. Konfrontiere Flüchtling. Der Junkbolt durchbricht den Schild der schweren Enforcer. Drücken Sie LB zum Anvisieren und RT zum Feuern. Habe ich dich. Okay, das war wohl
die Art und Weise, wie sie mir beibringen wollten, dass die jetzt auch Schilde haben. Na klasse. Na klasse. Ja, wie schon gesagt, bewegte Bilder sind hier out in diesem... in dieser Zukunftsvision. Beschränkter Zugriff. Okay. Ja. Dann... wo bin ich hier? Ah, Amnesist. Neopathies, Orientierungspunkt. Falsches Menü. Neopathies, Orientierungspunkt. So, Neopathies, Orientierungspunkt. Ich nehme mal an, die Festung Bastille. Die durch den künstlichen Saint-Louis-See geschützte Bastille ist eine der größten Strafvollzugsanstalten in Europa. Das Gefängnis wendet revolutionäre, auf Erinnerungsentzug basierende Inhaftierungsmethoden an. Obgleich diese in einigen Bezirken umstritten sind, wissen die Resultate doch zu überzeugen. Die Festung Bastille ist ein Paradoxon in sich. Manchmal im Fokus der schärfsten Kritik und andererseits hochgelobt, verbindet dieses experimentelle Gefängnis die Beschränkungen physischer Inhaftierung mit einer flexiblen und ethischen Verwaltung seiner Gefangenen. Die Gefangenen werden bei ihrem Eintreffen im Gefängnis einer temporären Gedächtnislöschung unterzogen. Ohne ihre Erinnerungen haben sie somit keinen Grund, sich in Gedanken an Gewalt, Hass oder Rache zu ergehen. Zudem verspüren sie nicht den Wunsch zu entkommen, da sie vergessen haben, dass die Außenwelt überhaupt existiert. Die Gedächtnislöschung bietet ihnen eine mentale, weiße Weste, sodass sie sich neu erfinden können. Sie hat effektiv die kriminellen Netzwerke neutralisiert, die sonst Strafvollzugsanstalten zu unterwandern pflegen. Ein allumfassendes Überwachungssystem ermöglicht es gefügigen und nicht gewaltbereiten Insassen, sich frei innerhalb des Gefängnisses zu bewegen. Eine weitere Innovation stellen die einzelnen Zellen dar, die von einem automatischen Aufzugssystem verwaltet werden, das die Gefangenen ohne menschlichen Kontakt befördert und so das Potenzial von Konfliktsituationen reduziert. Jedoch stellen sich einige Kritiker gegen die Prozedur der Gedächtnislöschung in der Bastille. Einige politische Gruppierungen, insbesondere die Erroristenbewegung, prangern die Würdelosigkeit dieser Behandlung an und vergleichen sie mit Gehirnwäsche. Madame, die Gefängnisdirektorin der Bastille, antwortete ihren Gegnern mit deutlichen Worten. Sie stellte klar, dass die Erinnerungen der Gefangenen auf Erinnerungsspeicherservern eingelagert und am Tag der Entlassung ihren Besitzern zurückgegeben werden. Sie haben dann keine Erinnerung mehr an ihre Zeit in der Bastille. Außerdem wurden bisher keine Ausbrüche verzeichnet. Was will man mehr von einem Gefängnis erwarten? Das stimmt nicht ganz. Nilin ist ausgebrochen. Und was ist nochmal der Sinn einer Strafe, wenn sich der Bestrafte nicht daran erinnert? Ist mir jetzt nicht ganz klar. Enforcer Hauptquartier. Enforcer, Trainingsraum für Enforcer, beides klingt nicht sehr attraktiv, aber wir werden durch eine der beiden Türen sind wir gekommen, durch die andere Tür werden wir dann im nächsten Part von Remember Me gehen. Ja, das war wieder mal ein heftiger Part, Leute, und wir gehen mal davon aus, dass es in den nächsten Parts noch heftiger werden wird. Also, bis dahin, ciao!